verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen. Guten Morgen. Schön, dass Sie da sind. Wir beginnen heute mit Ungarn und mit der ungarischen Geschichtspolitik. Und als ich unser Panel vorbereitet habe im September, ich bin Visual Historian, habe ich sofort in Bildern gedacht. Deshalb habe ich drei Fotos ausgesucht, drei Bilder, die drei Denkmäler zeigen. Und diese drei Denkmäler im engeren oder weiteren Sinne, die sind umkämpft, sind oder waren hart umkämpft und wie ich finde, sie verdichten visuell das, was unsere Gäste hier auf dem Podium erforscht haben, was ihre Forschungsinteressen sind, was sie auch beruflich beschäftigt. Bitte protestieren Sie, wenn die Bilder nicht stimmen, aber ich gehe davon aus, dass es einigermaßen passt. Wir fangen gleich mit dem ersten Bild an. Was Sie hier sehen, ist ein lebendiges, ein ephemeres Denkmal. Also Denkmal, trennen Sie bitte dieses Wort. Das ist eine Aufforderung. Denkmal bitte nach. Ein Denkmal also im erweiterten Sinn an einem symbolischen Ort in Budapest, nämlich am Heldenplatz. Die Menschen formen durch ihre Körper ein Symbol, das Symbol der Liebe. Und damit stellen sie sich gegen die dominanten politischen Botschaften der letzten Jahre, muss man jetzt sagen. Diese waren durch Misstrauen, Ablehnung und Ausgrenzung charakterisiert. Gegen Geflüchtete, gegen die EU und es ging auch gegen Brüssel. In der Mitte verweist das Wort zivil, also zivil, auf den Inhalt des Protests. Es geht um das sogenannte Gesetz über die Transparenz von aus dem Ausland unterstützten Organisationen. Das Parlament verabschiedete ein Gesetz, das unliebsame NGOs dazu zwingt, sich als ausländisch finanziert zu outen. So soll ihre Unabhängigkeit untergraben werden. Dieses Gesetz stand in Verbindung mit der sogenannten Lex CEU und ich werde immer CEU sagen, ich komme davon nicht weg, das ist die ungarische Bezeichnung für die Universität, the Central European University. Also die sogenannte Lex CEU, einer umstrittenen Novellierung des Hochschulgesetzes, das es der CEU unmöglich machte, weiter in der bisher etablierten Form in Ungarn tätig zu sein. Ein wichtiger Verbindungspunkt zwischen diesem Gesetz gegen die NGOs und gegen die CEU ist der US-Börsenmilliardär George Soros, Soros György, der nicht nur die Universität gründete, sondern auch zahlreiche NGOs durch seine Open Society Foundations unterstützt. Soros ist aktuell der Feind Nummer eins des Landes, der Regierung, muss man sagen, genauer. Aktuell ist eine weitere nationale Konsultation über seine Pläne und über sein Wirken geplant. Genau an dieser umkämpften Universität, nämlich an der CEU, unterrichtet Andrea Petö. Und sie unterrichtet nicht irgendein seit Jahrhunderten etabliertes Fach, sondern sie ist Professorin für Gender Studies. Wie Sie sehen können, beginnen wir mit dem breiteren Kontext unserer Fragen heute, die uns beschäftigen werden. Es geht zunächst um akademische Freiheit, es geht um Zivilgesellschaft und liberale Werte. Petö studierte Geschichte und Soziologie in Budapest. Die verschiedenen Untersuchungen, mit denen sie den Doktorgrad an der Eötvös-Universität sowie der Ungarischen Akademie der Wissenschaften erlangte, zeugen von ihrem Interesse für Geschlechterfragen. Sie widmete sich der Frauenpolitik und der ungarischen Parteien, der Frauenpolitik der ungarischen Parteien nach dem Zweiten Weltkrieg. Und sie untersuchte den Umgang mit den unsichtbaren Täterinnen während des Sozialismus, den Fallkreuzlerinnen. In ihrer Habilitationsschrift konzentrierte sie sich auf László Rajks Ehefrau Julia. Petö stellte Julia Rajks Kampf um die richtige Erinnerung an ihren Mann, der nach einem Schauprozess hingerichtet worden war, in den Fokus der Studie. Die Herausforderungen des kulturellen und kommunikativen Gedächtnisses beschäftigen Petö auch in Verbindung mit europäischer Geschichte, dem Holocaust, dem Friedensvertrag von Trianon. Wie verändert die sich fortschreitende Digitalisierung das Gedenken an den Holocaust? Auf welche Narrative und Institutionen greift revisionistische Geschichtsschreibung zurück? Das sind einige der Fragen, denen sie sich in den letzten Jahren intensiv widmete. Seit Anfang der 90er Jahre ist Petö als Dozentin an der CEU tätig. Zudem unterrichtete sie an der Budapester Eötvös-Universität sowie an der Universität in Miskolc. In Miskolc war sie außerdem Direktorin des Zentrums für Gender Studies und Gleichberechtigung. Herzlich willkommen. Das Denkmal für die Opfer der deutschen Besatzung, ein Adler,
der für das nationalsozialistische Deutschland stehen soll, schlägt Erzengel Gabriel, dem Schutzpatron Ungarns, den Reisapfel aus der Hand. Der Vogel greift von oben hinten an, überrascht also den unschuldigen Gabriel. Er trägt einen Ring um den Fuß mit der Jahreszahl 1944 zur zeitlichen Einordnung des Inhalts dieses Denkmals. Die offizielle deutsche Widmung lautet zum Gedenken an die Opfer. Mehr steht dort nicht. Das Denkmal löste eine Kontroverse aus. Die Diskussion drehte sich vor allem um zwei Punkte. Punkt Nummer eins, die gestalterische Komponente. Die Symbolik des Denkmals stilisiert, ohne eine weitere Differenzierung vorzunehmen, ganz Ungarn zum Opfer der Nationalsozialisten. Dabei waren die beiden Länder Verbündete während des Zweiten Weltkriegs. Die Viktimisierung Ungarns verstellt den Blick auf die jüdischen Opfer des Holocausts und vernebelt die Verantwortung für die Deportationen. Der zweite Punkt, um den es ging in der Kontroverse und im Streit, das war die Realisierung des Denkmals. Die Regierung brauchte nur wenige Wochen, um den Wunsch der Denkmalaufstellung zu formulieren und die Gestaltung zu finalisieren. Ein Austausch mit Experten, mit den Bürgern fand nicht statt. Schließlich wurde das Denkmal bei einer Nacht- und Nebelaktion aufgestellt, eingeweiht ist sie bis heute nicht. Der Protest manifestierte sich in offenen Briefen, Pressestatements, Demonstrationen und in der Gründung des 11M-Legmü, also des Projekts Lebendige Erinnerung, die eine individuelle und vielstimmige Erinnerung an die Opfer in den Fokus stellt. Dieses Denkmal möchte ich nun als Anker nehmen, um die Forschungsinteressen von Eva Kovács hinzuweisen. Eva Kovács ist Soziologin. Den Doktortitel erlangte sie mit einem Projekt zur jüdischen Identität in der Slowakei zwischen den beiden Weltkriegen. Ihre Habilitation erfolgte 2009. Sie arbeitete als Dozentin nicht nur an der Wirtschaftsuniversität und an der Ötvös-Universität in Budapest, sondern auch an der Janus Pannonius-Universität in Pécs. Aktuell ist sie Leiterin des Lehrstuhls für Methodologie und Forschungsgeschichte im Institut für Soziologie an der Ungarischen Akademie der Wissenschaften und sie ist Forschungsleiterin am Wiener Wiesenthal-Institut für Holocaust-Studien. Seit Jahren beobachtet und analysiert Kovács den Kampf ums Gedächtnis, so der Titel einer ihrer Beiträge, zu den Kernthemen der Erinnerungspolitik. Dabei konzentriert sie sich auf die für Ungarn relevanten Ereignisse während des 20. Jahrhunderts. Im Mittelpunkt ihrer Untersuchungen steht der Umgang mit dem Holocaust, aber auch der Friedensvertrag von Trianon, die Revolution 1956 und die Kádár-Éra, also die jüngste Vergangenheit Ungarns. Im Rahmen von Aufsätzen hat Kovács die Ambivalenzen des Holocaust-Gedenkjahrs 2014 sehr genau unter die Lupe genommen. Mit welchen Herausforderungen sieht sich das Holocaust-Gedenken in Ungarn konfrontiert? Auf diese Frage wird sie uns bestimmt Antworten geben können. Herzlich willkommen. Ja, und nun das neue alte Kossuth-Denkmal. Sie können gern protestieren. Dieses Denkmal verdichtet unterschiedliche historische Epochen und die konkurrierenden Deutungen dieser Epochen. Die Statue erzählt uns etwas über die Revolution 1848-49. Dieses Denkmal erzählt uns etwas über das Horthy-Regime, den Sozialismus und auch das Orbánsche System der nationalen Zusammenarbeit, also kurz NER. Dargestellt sind in der Mitte Revolutionsführer Lajos Kossuth und die Mitglieder der ersten verantwortlichen Regierung. Die Idee, ein Denkmal zu errichten, entstand bereits nach Kossuths Tod um 1900. Wegen des Ersten Weltkriegs konnte die ursprüngliche Komposition jedoch erst 1927, also während der Horthy-Ära, eingeweiht werden. Nach 1945 fanden die kommunistischen Machthaber das Werk als zu pessimistisch. Sie können vielleicht sehen, wieso. Entfernten es und setzten eine andere, heldenhaftere und dynamischere Kossuth-Interpretation an seine Stelle. Diese sozialistische Statue wurde nun durch die Regierung entfernt und eine Reproduktion des alten Kossuth-Denkmals wiedererrichtet. Das sehen Sie auf diesem Foto. Diese Denkmalmodifikation ist im Kontext der Neugestaltung des Kossuth-Platzes unmittelbar am Parlament, vor dem Parlament zu sehen. Dabei diente der Regierung die Platzgestaltung vor 1944 als Vorbild.
Joachim von Puttkamer ist ein profunder Kenner der Geschichte Ostmitteleuropas im 19., also da sind wir im 19. Jahrhundert und auch im 20. Jahrhundert. Die Fragen von Staatsbildung, Nationalismus sowie von konkurrierenden Erinnerungskulturen beschäftigen ihn seit vielen Jahren und diese Forschungsschwerpunkte sind es, die sich anhand dieses Denkmalbeispiels auch erörtern lassen. Für von Puttkamers beruflichen Werdegang gewann die Stadt Freiburg eine herausragende Bedeutung. Hier promovierte er Anfang der 90er Jahre und habilitierte anschließend mit der Studie Schulalltag und nationale Integration in Ungarn. Neben der patriotischen Erziehung im 19. Jahrhundert galt von Puttkamers Neugier bislang der strafrechtlichen Aufarbeitung der kommunistischen Diktatur in Polen, dem Systemwechsel 1989 sowie den inoffiziellen Begegnungen sozialistischer Staatsbürger zwischen 1956 und 1989, um nur einige prägnante Fachartikel und Sammelbandthemen zu erwähnen. Seit 2002 ist Herr von Puttkamer Inhaber des Lehrstuhls für osteuropäische Geschichte an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und seit Oktober 2010 leitet er zudem das Imre Kertész-Kolleg Europas Osten im 20. Jahrhundert. Herzlichen Dank. So, wir wechseln jetzt hier zu den Tischen. Herzlich willkommen, mein Name ist Esther Kisch und ich arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. Meine erste Frage wäre an Sie, nein, ich habe keine Frage, denn Sie möchten eigentlich noch was vorstellen und ich helfe Ihnen auch dabei. Thank you very much for the invitation. Those who don't understand. Vielen Dank für die Einleitung, für die Einladung auch. Schön hier zu sein. Wir hatten uns gestern mit Joachim getroffen, Joachim von Puttkamer, und dann haben wir uns gefragt, wie lange kennen wir uns eigentlich? 30 Jahre. Wir waren bei Professor Stafen und Herrn Plattenburg in Freiburg zusammengearbeitet. Und mein Deutsch ist, so wie die Gender-Rechtssituation in Osteuropa, man glaubt, dass sie besser wird, allerdings ist das eben auch nur ein Glauben und deswegen werde ich auf Englisch reden. Ja, nur eine kleine Fußnote, ich bin Professorin, ich habe zwei Professuren, eine mal in Ungarn. Und der Präsident von Ungarn hat mir diesen Titel überreicht und dann bei der Zentraleuropäischen Universität, bei der CEU, habe ich auch einen Lehrstuhl. Wichtig zu bedenken hier, weil es wenig Professoren gibt und auch bin ich in der Akademie der Wissenschaften, da sind 70% Herren. Zu dieser unheiligen Zeit sehe ich einige Leute, darunter allerdings auch ein paar Frauen, das ist gut zu bewerten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung der CEU. Es ist alles ja noch nicht vorbei, der Kampf. Wir sind eigentlich immer noch in der Position, in der wir zu Beginn dieser Auseinandersetzung waren. Und wenn Sie Fragen haben, gerne. Ich fand die Unterstützung seitens der ungarischen Kollegen der CEU wäre sehr wichtig, weil es ist gar nicht einfach und es ist natürlich sehr risikoreich, uns zu unterstützen in Ungarn. Und im Moment hoffen wir, dass diese Vereinbarung unterschrieben wird und dass CEU in Ungarn bleibt. Aber worüber möchte ich eigentlich reden in den letzten, den mir noch bleibenden 7 Minuten hier? Ich möchte von der Popularisierung der Geschichte und der populistischen Bedrohung der Geschichte sprechen. Wir hatten gestern ja in dieser Podiumsdiskussion ein Gespräch über diese unheilige Geschichte und über diese Fake-Geschichte, die sich immer mehr Raum greift. Und,
Und das ist natürlich überall in Europa eine Entwicklung. Und das ist eine große Herausforderung für den Geschichtswissenschaftler und die Geschichtswissenschaftlerin als Profis und natürlich auch für Politiker und für politischen Profis sozusagen. Und ich möchte anfangen mit der Präambel der Europäischen Konstitution, die glauben, dass Europa wieder vereinbart nach älteren Erfahrungen intendiert, den Pfad der Zivilisation zu begehen. Das ist ja in der Europäischen Konstitution als Euphemismus hier gesehen, hier also diese bittere Erfahrung für Zwangsvertreibung, für Holocaust und so weiter. Und ich glaube, dass diese dunkle Erbschaft zurückkommt, würde ich behaupten. Und die Relevanz ist eine dreifache. Ich wurde gebeten, eine einfache PowerPoint vorzutragen. Es gibt erstmal eine große Herausforderung durch den Post 1945 antifaschistischen globalen Konsens. Das sehen Sie ja das sieht man schon in Kanada, wo im Holocaust-Museum vergessen hat zu erwähnen, dass die Juden die Opfer des Holocaust waren. Und es in Osteuropa gibt es jetzt auch Bestrebungen, andere Arten der Geschichte sozusagen zu produzieren. Und das andere, was sehr eng bei mir ist, sozusagen diese Anti-Gender-Mobilisierung, wo Gender als Mobilisationskategorie verwendet wird, was nach meiner Definition ein hegemonischer Kampf für Kontrolle durch eine Redefinition der Menschenrechte ist. Es ist also ein hegemonialer Kampf hier und deswegen hätte man von einem Backlash gestern gesprochen bei der Diskussion. Ich würde nicht, dass es kein Backlash ist, sondern eine neue Form der Governance, würde ich behaupten, die Menschenrechte neu definieren wird und neue liberale Demokratie-Definitionen entwickeln wird, wodurch dann neue Spaltungen geschaffen werden und neuer Hass. Und dann gibt es also diese ganzen Dinge, die Terminologie, Terminologie, die das auch darstellt, wie zum Beispiel Gendermafia oder Genderfaschisten und so weiter. Ja. Und mein Hauptargument für heute ist folgendes, dass eine erfolgreiche in Erinnerungspolitik, wir haben ja erfolgreiche Beispiele gestern und heute gesehen, das gemeinsame Gedächtnis und die liberale Ideologie, den liberalen Staat transformieren und der kann seinen neuen hegemonialen Neoliberalismus etablieren. Das heißt, mein Argument ist, dass es keinen Backlash gibt, sondern einen hegemonialen Kampf, der eine neue hegemoniale Gedächtniskultur entwickelt, die basiert ist auf Exklusion und verwendet die Sprache des Hasses und Emotionen wie Ausschluss und so weiter. Um das zu substanzieren, was ich da behaupte, verwende ich vier theoretische Konzepte des Revisionismus. Ein Beispiel des Museums hier von Trier. Und um dieses zu erklären, dieses spezielle Argument und diese Behauptung, die ich hier aufstelle, auch zu untermauern. Für den historischen Revisionismus, der Revisionismus hat diese schlechte Konnotation, da ist mal diese rote Fahne, die da aufgeht, wenn man über Revisionismus spricht, die dann hinten da so sich ausbreitet. Ich finde das aber sehr nützlich, dieses Konzept zum Verstehen des Revisionismus hier bei Tucker. Er spricht von drei verschiedenen Arten des Revisionismus, den signifikanzgetriebenen, das heißt in der Änderung, was Geschichtswissenschaftler signifikant finden, dann evidenzgetrieben, zum Beispiel man entdeckt, dass der Wikinger Mann einer Wikingerfrau war und dann wertgetrieben, also historische Ereignisse und Prozesse werden reevaluiert aufgrund eines neuen Systems von Werten, die hegemonisch werden. Und der neue Humanismus, einschließlich meine Profession Genderstudien, Frauenstudien, ist eigentlich eine revisionistische Studie,
eine revisionistische Disziplin, so es wird behauptet. Das heißt, es wird dann schwierig zu sein, sich zu unterscheiden zwischen einem guten und einem schlechten Revisionismus. Und ich würde hier das Beispiel des Museums von Trier und in Varpolata anführen. Ein großer Palast ist das, wie Sie sehen. Wir sind ja hier Fachmänner und Fachfrauen, aber einige wissen vielleicht nicht, was Trianon ist. Das ist der Friedensvertrag nach dem Ersten Weltkrieg, als Ungarn 2/3 seines Territoriums verlor. Und das ist hier ein von der Website hier diese Visuals. Und es gibt einige Bilder hier im Museum von Trianon, die schon andeuten, dass diese Museologie aus den 70ern eher ist es oder 80ern der letzten Jahrhunderte kommt. Aber immer voll ist dieses Museum. Ich bin auch jemand, der immer sehr gerne dorthin geht, in dieses Museum. Und da sieht man diese Darstellungen, die wirklich in die 1970er zurückgreifen und die Bildgebung der damaligen Zeit. Das ist ein große kommerzielle Situation da auch. Man kann online zum Beispiel auch diese ganzen Gadgets da bestellen. Und diese Art von Museum ist voller Besucher. Das würde man gerne auch in den schönen Museen sehen, dass man da viele Besucher hat, aber da möchte ich Ihnen so ein bisschen was erzählen zu der Chronologie dieses Museums von Trianon hier. Die konservative Regierung hat 2002 Folgendes gemacht. Man hat unterstützt die Gründung des Trianon-Museums und habe in dieses Schloss geschenkt dafür. Zwischen 2002 und 2010 gab es da angeblich eine linkse Regierung und dann wurde das Ganze ausgebaut, dieser Komplex auf der Idee der Schaffung einer kanonisierten alternativen Geschichte. 2007 hat der ungarische das ist die Jobbik parlamentarische Organisation, hat angefangen da mitzumachen, sozusagen hat ihre Mitglieder dorthin geschickt ins Museum in Trianon. Und ab dem Punkt sieht man da natürlich auch eine gewisse politische Teilhabe, Politisierung des Museums von Trianon. Und da hat man natürlich jede Menge Argumente, warum sollte man dieses Museum sozusagen ignorieren. Und ich habe einige Argumente aufgeführt, habe da jetzt keine Zeit, das auszuführen. Vielleicht später aufgrund der Authentizität dieses Museums anscheinend. Und das gibt es übrigens auch in der Türkei sowas und auch in Russland. Da gibt man eine neue Kette sozusagen von privaten Museen. Es gibt immer mehr davon. Das sind Museen, die von Einzelpersonen gegründet werden. Dann gibt das öffentliche Gelder dafür. Und diese Museen sind jetzt immer ein wichtigerer Teil für die Schaffung einer revisionierten Geschichte und einer revisionistischen Darstellung der Geschichte. Natürlich kann man sagen, dass das professionell betrachtet ganz schlecht gemacht ist und dass es politisch ist und dass es auch nicht objektiv ist. Ja, das ist es auch nicht. Aber es ist voller Hass und Exklusion. Ja, und es ist einfach ein ziemlich hasserfülltes Ding da, sehr emotionsbeladen hier. Ja, und die Darstellung im Museum ist einfach völlig unakzeptabel. Aber ich würde argumentieren, dass wir uns mit sowas auseinandersetzen müssen, mit dieser Art von Museen und diese kritisieren müssen und damit diskutieren müssen. Und das andere, was ich auch noch aus der gestrigen Bundesdiskussion herausgezogen habe, wir können uns doch nicht in unseren Elfenbeinturm zurückziehen. Wir müssen rausgehen und argumentieren, teilnehmen an der öffentlichen Diskussion. Das heißt, wenn Sie daran interessiert sind, ich habe ja einen Artikel dazu geschrieben in diesem Paper, wenn Sie keinen Zugang zu guten Archiven mehr haben, weil der Liberalismus jetzt da die Gelder nicht mehr bereit wird, dann können Sie das von meiner Website auch runterladen. Also, mein Argument ist folgendes.
Diese erfolgreiche Erinnerungspolitik basiert auf revisionistischen Strukturen der Geschichte. Das ist die Popularisierung der Geschichte. Wir können nicht sagen, dass diese Leute, die massenweise dieses Museum besuchen, dass das einfach bemitleidenswerte Menschen sind. Wir können diesen Begriff nicht verwenden. Sie haben einfach nur ein falsches Bewusstsein, würde man vielleicht sagen können. Wir können nicht einfach elitistisch da vorgehen und sagen, dass das, was die da beleben, nicht richtig ist. Und deswegen habe ich diese fünf Punkte aufgelistet, dass man argumentiert, dass man sagt, man muss wirklich anfangen, sich da einzubinden in diese Diskussion. Man muss gegen diese schlechte Geschichtsdarstellung eben auch argumentativ vorgehen. Das heißt, mein Argument ist, wir sollten da wachsam sein, auf die Straße gehen sollten, an den Diskussionen teilnehmen sollten, Risiken eingehen sollten und versuchen sollten, diesen Kampf für Werte zu gewinnen. Denn diese verschiedenen Formen des Revisionismus passieren ja. Und eine Linie zu ziehen zwischen guten und schlechtem Revisionismus ist extrem schwierig, wenn die Herzen von diesen Leuten von anderen gewonnen werden. Vielen Dank. So, vielen, vielen Dank für die schöne Einführung. Auch das Bild kann ich akzeptieren. Und vielen Dank auch, Andrea. Thank you very much for this nice framing of our problems with memory politics in Hungary. Ich werde weiter auf Deutsch sprechen. Und weil es sehr früh ist, möchte ich es ein bisschen mehr lustiger machen. Also meine Hauptthese ist, dass es eine longue durée Phänomen ist, was wir als ungarische Geschichtspolitik diskutieren, dass ich so formuliert hatte, dass es nichts Neues unter der Sonne gibt. Und ich möchte es zeigen, wie diese longue durée funktioniert. Und dann kurz mit 6 Bildern oder 7 Bildern möchte ich es beispielsartig präsentieren, und dann mache ich auch eine Konklusion oder formuliere ich noch ein paar Fragen, die wir weiter diskutieren können. Das erste Bild ist ein Teppich. Vielleicht erinnern Sie sich noch oder schon nicht mehr, dass es in 2010 oder 2011, wenn Ungarn die Präsidentschaft in der Europäischen Union aufgenommen hat, hat Ungarn so ein schönes Geschenk gemacht. Das ist 202 Quadratmeter groß, wurde in der Foyer der Europäischen Union, also des Parlaments der Europäischen Union ausgestellt und präsentiert die wichtigsten Ikonen der ungarischen Geschichte. Und was hier uns wichtig ist und was uns zu Trianon führt, dass erst im Zentrum des Teppiches eine Karte abgebildet wurde, und diese Karte stammt anscheinend von 1848, aber repräsentiert Großungarn, also führt uns zu Trianon. Und es gab sofort eine Resonanz im Europäischen Parlament, das ist irgendwie ahistorisch, und die Europäische Union hat ein anderes Wertungssystem, wie Andrea schon über Wertungen diskutiert hat. Und was können Sie jetzt mit dieser Karte machen? Was man nicht vielleicht von Brüssel gesehen hatte, dass es schon damals tausende Trianon-Denkmäler am Land aufgestellt wurden, und diese Symbolik, die wir in Brüssel am Teppich gesehen haben, stammen aus dieser popularisierten Geschichte, was auch Andrea auch schon gezeigt hat. Also Doppelkreuz, mythologischer Vogel Turul und die Karte von Großungarn.
Mein zweites Beispiel, also das ist eine Mythologie der ungarischen Geschichtspolitik. Also wir haben nicht nur Holocaust und Revolution von 56, wir haben auch Trianon, also der Erste Weltkrieg spielt auch eine sehr wichtige Rolle in der ungarischen Geschichtspolitik. Das zweite Beispiel präsentiert, dass es immer eine Ambivalenz und eine Oszillierung in der Geschichtspolitik, in dieser Longue Durée präsent ist. Und ich möchte es mit der Repräsentation des Holocausts kurz präsentieren. Wir haben ungeöffnete, uneingeweihte oder unsichtbare Museen und Mahnmäler. Also wir sind schon drin in der Geschichtspolitik des Holocausts. Also man kann zeigen, dass wir schon ein Museum in der Hauptstadt haben, das Wien noch immer nicht hat. Obwohl man dieses Museum besucht, obwohl die ausgestellte Narrative in der Education eine Rolle spielt, dann haben wir schon Probleme. Also das ist das sogenannte Holocaust-Dokumentationszentrum und dieses Museum hat auch viele, viele Skandale schon vor der Eröffnung gehabt, viele Probleme, viele, viele, viele Ambivalenzen. Kontroversen über das Gebäude, Verspätung mit der Einweihung, auch inhaltlich und ästhetisch wurde es auch kritisiert, warum dort am Rande der Stadt und warum diese Narrative, die ähnlich mit den USHMM-Narrative von Washington ist, wir unseren Holocaust repräsentieren sollen. Kritiker haben es auch als Holocaust-Tiefgarage genannt oder erneute Ghettoisierung, weil es einfach unsichtbar ist. Und also viele, viele Kritiken haben wir schon damals erlebt und weil es so völlig politisiert wurde, schon seit Anfang, ist es sicher schon unsichtbar. Also es gab nur Direktoren, die von der Politik renommiert wurden. Es war nie ein Open Call für die wichtigsten Positionen. Und es war nie ein empfehlender Ausflug für Schulen und Schulklassen vorgeschrieben, wie es zum Beispiel mit Haus des Terrors der Fall ist. Also wenn ein Lehrer die Schüler nach Budapest mitbringen möchte, dann gibt es eine Unterstützung, auch finanzielle Sponsorierung von der Regierung. Wenn man das Holocaust-Museum besuchen möchte, dann gibt es sowas schon nicht mehr. 10 Jahre später haben wir noch ein Museum gebaut, also das ist das Haus der Schicksale. Es steht schon seit 3 Jahren, wurde nie eröffnet, es ist noch immer leer und niemand weiß, was mit diesem zweiten Museum passieren wird. Mein zweites Beispiel werde ich nicht so detailliert diskutieren, weil Esther war so lieb und hat schon viel erzählt. Ich möchte das Bild, das du gezeigt hast, ergänzen. Also Sie sehen schon, das ist schon ein doppeltes Denkmal. Also es gibt diese versteinte Narrative der Regierung und es gibt eine ganz dynamische parallele Erzählung von einer Zivilinitiative, lebendiges Denkmal. Und es existiert noch. Ich habe auch Fotos von den letzten Tagen und es wird immer reinstalliert und Leute kommen und besuchen und bringen wieder Objekte und Erzählungen zum Ort. Also was ich als Punkt sehr wichtig finde in diesem Beispiel, dass Selbstviktimisierung eine sehr große Rolle in der ungarischen Geschichtspolitik spielt. Mein letztes Beispiel bringt uns zur Erinnerung der Revolution von 56, was man so zusammenfassen kann, dass es umgeschrieben, retuschiert und entkommunisiert wird, wie wir es gestern bei einem polnischen
Fall gesehen haben. Wir haben auch so eine Figur, man nennt es Pestisch Ratzog, Pester Bursche. Es ist aber auch gar nicht neu. Schon 1996 wurde am Korvinkös eine Skulptur von Pester Bursche aufgestellt. Also diese Narrative beginnt schon ziemlich früh und hat sogar eine Website von rechtsradikalen Pestisch Ratzog seit mehr als 15 Jahren. Und das heißt, dass es war dort schon in der kollektiven Erinnerung, dass wir eine popularisierte Version der Revolution auch haben möchten. Nicht nur die großen Helden, nicht nur die größten Martyren, sondern auch die Ordinary Men, die Revolution gemacht haben. Das Problem ist, dass sie bewaffnete Jugendlichen sind. Also die Frage ist, was wir jetzt 2016 oder 2017 mit bewaffneten Teenager als Ikonen machen können. Und das ist ein Power der Mobilisierung schon, was Andra gesagt hat. Also es ist ein Kampf um Hegemonie, das ist keine Frage, wie und wer wir diese Hegemonie erreichen können. Und dann ist es schon, ich denke, ein bisschen gefährlich. Da wir immer eine Gegennarrative haben, kann ich auch zeigen, das Haus des Terrors hat eine Ausstellung gemacht, wo alle kommunistischen Elemente der Revolution ausradiert wurden und auch viele Figuren, die heute nicht sehr attraktiv für die Orban-Regierung sind, kaum erwähnt. Und dann dieselbe Gruppe, LWNM, lebendiges Denkmal, hat eine Ergänzung gemacht. Und Sie sehen ein Bild über diese Ergänzung. Also sie haben dieselben Design verwendet und irgendwie eine integrierte Ausstellung mit zwei oder drei weiteren Panels gemacht. Also, und zum Schluss möchte ich mit diesen drei Beispielen nicht nur betonen, dass die Ikonen und diese Denkungsart der ungarischen Geschichtspolitik schon seit 20 Jahren oder mehr präsent war, sondern wie ich es sehe, es ist schon seit 1848 der Fall, dass man, dass in Ungarn Geschichtspolitik zwischen Viktimologie und Heldengeschichte oszilliert. Zweiter Punkt ist, dass es immer in einem außenpolitischen Kontext entsteht. Also es ist nicht eine extreme autochtone Entwicklung, dass Ungarn selbst diese Viktimologie entwickelt, sondern es gibt ganz klassischen außenpolitischen Konflikte und nach dieser Konflikte entstehen noch diese kontroverselle, ambivalente Geschichtspolitiken. Damals war es die Kauka-Monarchie, dann die Sowjetunion und jetzt die Europäische Union. Das dritte Punkt hat schon andere erwähnt und ich möchte nur wiederholen, dass es eine Form der Governance ist. Ich denke, dass es keine neue Form ist, sondern es ist ein soziologisch sehen, das kann man so verstehen, dass wir diese Geschichtspolitiken immer produzieren und reproduzieren müssen von der Hinsicht der Eliten. Und ich denke, das müssen wir verstehen, warum eben diese Eliten, die wir jetzt haben, diese Art von Geschichtspolitik verwendet, obwohl dieselben Narrativen konnten auch eine progressive Geschichts- und Gesellschaftsbild entwickeln früher. Jetzt ist es keine Progression. Es ist ja jetzt eine Art Regression oder Unsicherheit. Und meine Frage ist auch für euch, warum dieselben Geschichtspolitiken oder ähnlichen Geschichtspolitiken einmal in der Geschichte sehr progressiv wirken können, um die Gesellschaft zu demokratisieren. Und warum eben diese Narrativen wie Pester Bursche, die
per Definition eigentlich keinen Demokratisierungseffekt hat, keine Demokratie mitbringt. Also vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank für die Einladung. Ich mache das von hier, damit wir allmählich auch wieder in den Modus der Podiumsdiskussion reinkommen. Gerne. Frank Bösch hat gestern kurz darauf angespielt, dass in Ungarn Horthy als herausragender Staatsmann gewürdigt worden sei von Viktor Orban. Ich habe mir das in der Vorbereitung für die heutige Runde ein bisschen genauer angeguckt. Und damit mir niemand vorwirft, ich würde mich bei den falschen Medien informieren, habe ich mir die Seite des Ministerpräsidentenbüros aufgerufen und will Ihnen ein wenig genaueres Bild geben von der Rede, mit der Viktor Orban im Juni dieses Jahres das Palais Klebelsberg in Buda eingeweiht hat. Das ist dieses Gebäude. Und anlässlich dieser Rede ist anlässlich dieser Einweihungsrede ist dieser Begriff gefallen. Man kann an dieser Rede feststellen, das vorwegzunehmen, dass es in großen Teilen genau dem entspricht, was Eva Kovac eben gesagt hat, es ist nichts Neues unter der Sonne. Es ist eigentlich sozusagen der Grundton gegenwärtiger ungarischer Geschichtspolitik dort zu hören, und die Provokation steckt an verschiedenen Stellen, aber nicht nur bei Horthy. Kuno Klebelsberg, das muss man dazu sagen, war Kultusminister in den 20er Jahren. Und Orban eröffnet seine Rede mit einigen salbungsvollen Worten zur Begrüßung und zum Stellenwert von Kultur als wichtiger politischer Ressource und kommt dann auf die Zwischenkriegszeit zu sprechen. Und ich zitiere: Die 20er und 30er Jahre des 20. Jahrhunderts waren ein schwerer Prüfstein in der Geschichte des Ungarntums. Dass die Geschichte uns nicht unter dem ungeheuren Gewicht des verlorenen Weltkriegs, der 133 Tage des Roten Terrors und des Diktats von Trianon begraben hat, das verdanken wir einigen herausragenden Staatsmännern. Und dann nennt er den Reichsverweser Horthy, den Ministerpräsidenten István Bethlen und eben Kultusminister Klebelsberg. Denn ohne Reichsverweser hätte es keinen Ministerpräsidenten gegeben und ohne Ministerpräsidenten keinen Kultusminister. Diese Tatsache, Zitat, könne auch die traurige Rolle Ungarns im Zweiten Weltkrieg nicht in Zweifel ziehen. Das ist der erste Teil dieser Ansprache. Es wirkt ein bisschen trotzig mit dieser sozusagen wolkigen Formulierung der traurigen Rolle Ungarns im Zweiten Weltkrieg. Da ist irgendwas, das müssen wir aber gar nicht weiter sprechen. Das können wir auch abkoppeln von dem, was in den 20er Jahren war. Es ist auch ein erkennbarer Schlenker, um Horthy würdigen zu können. Also da will er dann schon einen Akzent setzen. Denn er hätte natürlich über Kuno Klebelsberg und die Kulturpolitik der 20er Jahre sprechen können, ohne Horthy als herausragenden Staatsmann zu würdigen. Natürlich, es wird Ihnen aufgefallen sein, es gibt überhaupt kein Wort zu dem weißen Terror, der auf den roten Terror der Räterepublik gefolgt ist und für den Horthy verantwortlich ist. Über das Aufkommen von Rechtsradikalismus in den 20er Jahren, über Antisemitismus oder den Holocaust. Stattdessen hört man schon in dieser ersten Passage, dass Geschichte, nationale Geschichte, verstanden wird als eine Abfolge moralischer Prüfungen angesichts übermächtiger, geradezu mythischer Kräfte. Also ein Prüfstein sozusagen. Das ist eine Prüfung, die man bewältigen muss und die also hier sozusagen die schwerste Prüfung doch irgendwie ruhmvoll bewältigt worden sei. Im zweiten Absatz oder in der zweiten Passage dieser kurzen Ansprache geht Viktor Orban dann etwas ausführlicher auf Kuno Klebelsberg ein. Er sei eine überragende Figur ungarischer Kulturpolitik gewesen. Es sei unwürdig gewesen, dass sein Wohnhaus über lange Zeit in Trümmern gelegen habe. Er habe die ungarische Kulturpolitik verantwortet zu einem Zeitpunkt, wo Ungarn durch die neu gezogenen Grenzen von Trianon, von seiner unmittelbaren Umgebung und von ganz Europa abgeschnitten gewesen sei, den wesentlichen Teil seiner wirtschaftlichen Ressourcen verloren habe. Woraus, also Orban, woraus die notwendige Kraft, das Durchhaltevermögen, den Willen schöpfen? Das ist auch sozusagen typische Rhetorik, eigentlich würde ich sagen, der 30er Jahre, von Durchhaltevermögen, von Kraft, von Willen zu sprechen. Und Klebelsbergs Antwort sei gewesen, Zitat, auf lebensfähige Nationen wirkt eine Katastrophe so, wie wenn man einen Baum zurückschneidet. Aus gesunden Wurzeln treibt der Baum neue Triebe, so kann sich auch die Nation erneuern.
die mit starken und gesunden Fasern an die Vergangenheit anknüpfen kann. Und eine solche Kulturpolitik sei auch heute nötig. Sie müsse gleichzeitig modern und traditionsbewusst sein. Nun kann man über die Kulturpolitik von Klebelsberg eine ganze Menge sagen. Orban würdigt da auch einiges. Es ist eine Fortschreibung der Kulturpolitik aus der Habsburger Monarchie, die Akzente setzt bei der beruflichen Bildung, bei der Einrichtung von Realgymnasien. Wir würden das heute für Gymnasien mit mathematisch-naturwissenschaftlichem Schwerpunkt nennen. Also mehr Naturwissenschaft, dafür kein Altgriechisch, aber durchaus Latein. Mehr Berufsbildung, auch eine Stärkung des Mädchenschulwesens, das vor 1918 nun auch nicht gerade stark entwickelt gewesen war. Wovon überhaupt nicht die Rede ist, ist der Numerus Clausus, der den Zugang zu den Hochschulen an den Anteil an der Bevölkerung bindet und damit also ganz explizit darauf zielt, dass maximal 6% jüdische Studierende an den Universitäten Ungarns studieren durften. Nun kann man sagen, das habe Klebelsberg nicht zu verantworten gehabt, weil das schon 1920, also anderthalb Jahre vor seinem Amtsantritt, verabschiedet wurde. Aber er hat es doch immerhin bis 1928, 6 Jahre lang durchgehalten, auch aktiv verfochten, bis dieses Gesetz dann doch zeitweilig wieder zurückgezogen wurde. Aber was mir eigentlich viel stärker auffällt, und man dürfte von so einer Ansprache jetzt ja auch keine Geschichtsseminarvorlesung über Klebelsberg erwarten, was mir vielmehr auffällt, ist eben dieser Duktus organischer Erneuerung, der starken und gesunden Wurzeln und der geradezu völkischen Rhetorik nationaler Erneuerung auf der Grundlage tätiger Arbeit. Die Arbeit ist etwas, was Orban in dieser Ansprache in den Mittelpunkt rückt und er würdigt dann auch an der Kulturpolitik der 20er Jahre besonders die Körperertüchtigung und den Turnunterricht. Das Ideal sei der produktive Mensch gewesen, für den Patriotismus schöpferische Vaterlandsliebe bedeute. Und dann kommt er zu einem dritten Abschnitt. Europa sehe sich heute, wo er den Bezug zur Gegenwart schlägt, wie man das auch erwarten darf, Europa sehe sich einer neuen Art von Gefahr gegenüber, von einem, Zitat, äußeren und inneren Angriff, der auf seine Wurzeln zielt. Europas Urgrund soll ausgetauscht werden, so Orban. Und Europa müsse verstehen, je mehr es von seinem Glauben und seiner Kultur aufgebe, desto schwächer werde es politisch und wirtschaftlich. Je mehr Europa zulasse, dass seine Wurzeln ausgezehrt werden, desto geringer sei die Chance, zu dem wahren europäischen christlichen Gedanken zurückzukehren. Dagegen hätten Bethlen, Horthy wird jetzt nicht mehr erwähnt, Bethlen und Klebelsberg gezeigt, dass Ungarn nach dem Schock von Trianon wieder aufstehen und ein erfolgreiches Land aufbauen konnte. Ziel der Kulturpolitik sei eine starke nationale Identität gewesen. Und so müsse es auch heute sein, Kulturpolitik müsse gebildete und wohlhabende Menschen hervorbringen, damit Ungar zu sein nicht nur eine unvergleichliche Erfahrung sei, sondern sich auch auszahle. Das müsse sich auch lohnen oder auch attraktiv sein. Wir haben vorhin darüber gesprochen. Das ist das, was mich eigentlich daran am meisten überrascht hat, dass sozusagen nationale Identität etwas sein müsse, das sich auch lohnt. Aber die Problematik finde ich eigentlich viel stärker darin und vielleicht sogar noch skandalöser als die Würdigung Horthys, die Parallele zwischen den frühen 20er Jahren und der Gegenwart, als wäre der Beitritt Ungarns zur EU oder der gegenwärtige Zustand der EU eine Situation, die in irgendeiner Weise sinnvoll und konstruktiv mit der Zeit unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg verglichen werden könne, in dem Duktus elementarer Bedrohung. Und woher diese Bedrohung von innen und von außen kommt, das ist über diese Worte, die ich eben zitiert habe, hinaus wird nicht explizit gemacht. Aber das ist für das Publikum ziemlich eindeutig. Für Orban wird also die Bedrohung kultureller Identität Ungarns und Europas und ob nicht Europa eigentlich die Bedrohung kultureller Identität Ungarns ist, darüber kann man dann auch noch sprechen aus dieser Warte. Das zu beschwören, diese Bedrohung ist eigentlich das Einzige, was er hier präsentiert und zwar in der Diktion der 30er Jahren. Das sind alles hohle Floskeln, Beschwörungsformeln, wenig mit Inhalt gefüllt. Kein Werben für konkrete Maßnahmen, sondern nur ein diffuses Wohlstandsversprechen und eben die Beschwörung eines Bedrohungsszenarios. Und dazu passt auch, dass das Palais Klebelsberg nicht etwa ein Museum ist, sondern eine Tagungsstätte und ein Hotelkomplex, die gar nicht ausführlich sozusagen sich mit der Person Klebelsbergs oder den 20er Jahren auseinandersetzt. Und wir haben eben das Haus des Schicksals, der Schicksale gesehen. Das ist ja auch ein Museum, das, glaube ich, seit 3 Jahren leer steht, weil
man jenseits des Signals, dass man es gebaut hat, des Zeichens gar nicht weiß, wie man es inhaltlich machen soll. So viel also zu der Ansprache von Viktor Orban. Ich würde, wenn ich noch 2 Minuten habe, kurz noch einige Bezüge zu der gestrigen Diskussion und zu Polen schlagen wollen. Und zwar deshalb, weil der Zweite Weltkrieg und der Holocaust von Orban hier bei der Einweihung nicht sonderlich erwähnt wurde, außer eben der traurigen Rolle, die nur angedeutet wird, sondern vor allem, weil, und das ist vielleicht auch schon deutlich geworden aus dem, was die Kolleginnen gesagt haben, weil in dem ungarischen geschichtspolitischen Populismus Trianon in gewisser Weise die Funktion wahrnimmt, die für Polen der Zweite Weltkrieg erfüllt. Es ist die vermeintlich traumatische Erfahrung, die bis heute unbewältigt ist, die vom Rest der Welt nicht verstanden wird, eigentlich auch gar nicht verstanden werden kann. Und es ist die Erfahrung, aus der man, die als Reservoir gelten kann, aus denen nationale Tugenden geschöpft werden, die es bis heute wieder zu erwecken gilt. Und diese Parallele ist jetzt nicht einfach nur eine Spielerei, eine Beobachtung, sondern sie hat unmittelbare Folgen für die Frage daraus, was leitet man daraus ab und was für Feindbilder sind daraus eigentlich herzuleiten. Denn für Polen, das haben wir gestern relativ deutlich gesehen, ist es recht klar, da gibt es äußere Feinde, die man nach Bedarf hervorholen kann, vor allem Deutschland natürlich, aber auch Russland. Das ist, wenn man Trianon beschwört, viel schwieriger. Wo ist denn der Feind, der Trianon zu verantworten hatte? Alle Nachbarn, wenn man sich die Signatarmächte anguckt, natürlich erstmal England und Frankreich, das aber so genau Deutschland eher nicht, Österreich ein bisschen, aber dann die unmittelbaren Nachbarn, mit denen man, aber das ist in Polen ja ähnlich, in der EU und in der NATO verbündet ist. Es ist dann eher schon sozusagen ein diffuser Westen, der mobilisiert wird. Es ist der Feind im Inneren, die Räterepublik, auf die Bezug genommen wird, die als antikommunistischer Gründungsmythos eine ähnliche Funktion erfüllt wie in Polen. Davon haben wir gestern weniger gesprochen, das sogenannte Wunder an der Weichsel, also die Schlacht, mit der das Vorrücken der Roten Armee auf Warschau abgewehrt werden konnte. Natürlich, wenn man solche Parallelen zieht, dann sieht man auch sofort, dass die Wirkung in die Gesellschaft eine unterschiedliche ist. Nicht nur liegt Trianon nochmal 30 Jahre länger zurück. Es ist nicht so, dass infolge von Trianon in jeder ungarischen Familie jemand ums Leben gekommen wäre. Also wenn wir über physische Gewalt, über Massenmord sprechen, dann haben wir es hier doch mit deutlich anderen Kategorien zu tun. Und dann, das führt meines Erachtens auch dazu, dass wir in Ungarn eben viel stärker diese etwas wolkige, symbolschwangere und ganz unkonkrete Rhetorik haben, die sich nur selten in wirklich sozusagen eine aktiven kämpferischen Aufruf übersetzt, wie wir das in Polen auch sehen können. Denn das, was Ewa Kovacs eben über die Pester Burschen gezeigt hat, das ist in Polen gang und gäbe. Da findet eine aktive Militarisierung der Jugend statt über paramilitärische Einheiten, über Pfadfinder und so weiter. In der Vorbereitung, auch das haben wir zu Danzig gestern gehört, darauf, der Abhärtung dafür, dass der nächste Krieg ja unweigerlich kommen wird und darauf müsse man vorbereitet sein. Das ist in Ungarn viel schwieriger. Gegen wen soll denn die Jugend sozusagen mit den Pester Burschen mobilisiert werden? Vielleicht an der Grenze auf Flüchtlinge abzuwehren, das wäre vielleicht noch das Naheliegendste, aber das ist ja eigentlich was ganz anderes, als auf sowjetische Panzer zu schießen. Also die Parallelen im Kämpferischen von der Vergangenheit des Zweiten Weltkriegs auf die Gegenwart, die sind auch da in Polen viel deutlicher zu ziehen. Das heißt also, wir haben hier neben den Parallelen in der Übersetzung in die Gegenwart auch deutliche Unterschiede. Danke. Und dass der letzte Satz, dass das auch dann dazu führt, dass Antisemitismus in Ungarn sehr viel expliziter ist wegen des Feindes im Innern und des diffusen Feindbildes als in Polen, wo es auch Antisemitismus gibt, aber der ist viel verschämter. Das kann man an den Plakatkampagnen gegen die jüdische Weltverschwörung in Anführungsstrichen von Soros, für die in Ungarn allenthalben geworben wird, dann doch auch als deutlichen Unterschied nochmal zu Polen erkennen. Und ich hoffe, es ist ein bisschen klar geworden, woher solche Unterschiede rühren, ohne dass ich die eine Seite jetzt für mehr oder weniger sympathisch oder unsympathisch erklären will. Dankeschön. Vielen Dank für die Einführungen. Wir haben jetzt viel gehört, wir haben was über Fake History gehört, über Hegemonic Fight,
was uns Andrea Pette vorgestellt hat. Es ging um darum, dass diese Entwicklungen eigentlich alle eine längere Geschichte haben. Und es ging auch darum, welche Parallelen hergestellt werden zwischen den 30ern, den 20ern, 30ern und heute in der aktuellen unkonkreten Rhetorik der Regierung. Ich habe ein Zitat mitgebracht. Orban, Viktor Orban, der Regierungschef, hat seine Erwartung bezüglich des 1956er Gedenkjahrs, da kommt's, genau, formuliert. Und zwar lautete diese Erwartung, er erwartet von uns, dass wir fancy, trendy und sexy sind. So die Programmverantwortliche, die Historikerin Maria Schmidt. Ist also genau das Fake History? Geht es darum? Ist das die aktuelle Geschichtspolitik des Systems der nationalen Zusammenarbeit? Thank you very much for the question. I'm very happy to see. Ja. Danke für die Frage. Ich finde es schön, dass wir hier ganz unterschiedliche Positionen auch auf dem Podium haben oder Perspektiven. Denn ich sage, bei uns ist alles ganz neu. Eva sagt, nee, ist nichts Neues. Und Joachim? Referiert eine Rede von Orban, die vielleicht 25 Leute gelesen haben. Es ist eigentlich ganz interessant. Ich meine, ich komme hierher nach Berlin und sehe, es gibt ganz unterschiedliche Interpretationen für das gleiche Phänomen. Ich glaube, letztendlich können wir aber sagen, die Rhetorik hat sich deutlich verschoben. Und ich komme nochmal zurück auf eines der Bilder, die Eva gezeigt hat über 1956, diese Riesenplakate, da Plakatwände auf den Straßen. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern. Das ist ein Fake. Es ist ein Fake-Bild, denn der auf dem Bild hier angeblich zu sehen ist, ist gar nicht auf dem Bild. Das ist ein manipuliertes Bild, dieses Plakat. Nun können Sie natürlich fragen, warum? Warum wird sowas gemacht? Ich meine, was im Himmel bringt Sie dazu, das zu machen? Sie sind ja nicht blöd und jeder weiß, es ist ein Fake. Es ist ein Fake, weil hier mit Photoshop gearbeitet wurde, aber weil auch die Person, die dort auf dem Bild zu sehen ist, eine andere ist, als sie eigentlich ist. Wir haben es hier letztendlich mit einer fundamentalpolitischen Situation zu tun. Und Geschichtspolitik wird hier genutzt und diese Argumente werden genutzt, um eine neue hegemoniale Erinnerungskultur zu etablieren. Und deswegen werfe ich die Frage auf, ist es etwas Neues oder nicht? Ich sage, das ist etwas Neues, denn bis 2003 oder 2004 war die Infrastruktur der Geschichte eine andere. Heute haben wir eine andere Infrastruktur und auch andere Inhalte, die zum Beispiel gelehrt werden. Und auch der Raum, in dem Geschichte performiert wird, ist ein anderer. Die Schulbücher sind anders. Das staatliche Fernsehen, die Symposien, die Medien, die Sendungen, alles hat sich geändert. Alle unterstützen heute diese revisionistische Herangehensweise. Es gibt kein tatsächlich unabhängiges historisches Institut. Es wird wie in Polen heute gearbeitet, auch an der Etablierung eines Veritas-Instituts. Aber im Großen und Ganzen haben wir heute eine völlig andere Infrastruktur, als wir sie hatten. Auf der anderen Seite sehen wir Leere und Schlafwandelei. Und ich freue mich, dass Eva dieses Bild des Living Memorials gezeigt hat. Hier reden wir von den Leuten, die sich selbst engagieren. Und wir können natürlich fragen, wo finden wir die Quellen des Widerstands, wenn wir hier diese 57 Leute anschauen, die ganz heldenhaft auf den Freiheitsplatz gehen und dann dieses Living Memorial aufbauen, was zerstört wurde. Dann müssen wir ja auch fragen, wo finden wir denn noch Widerstand? Es gibt keine NGOs. Es gibt das Narrativ der Sicherheit.
Und wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, wir haben es hier mit einem spezifischen Phänomen zu tun. Wir haben hier 57 Leute, die eine Gedenkstätte machen, und wir haben hier diesen Polypor-Staat. Bevor Sie das googeln, sage ich Ihnen, das ist dieser Pilz, der an den Baumstämmen wächst. Das heißt, wir haben hier Ressourcen und Ideen, die genutzt werden, die aus dem Stamm des Baums gezogen werden. Es gibt keine eigenen Ideen und Inhalte, sondern man nimmt einfach Konzepte und Ideen, die aus dem Stamm des Baumes herauswachsen. Und es gibt drei unterschiedliche Konzepte, in denen sich das letztendlich manifestiert. Erstens, wir haben es hier zu tun mit einer Spiegelung. Hier entsteht eine alternative NGO-Sphäre, Gongos, also von der Regierung gesteuerte NGOs. Die sich beziehen auf das, was Viktor Orban sagt. Er sagt ja, die Zivilgesellschaft muss sich schützen vor Brüssel. Zweitens, das Säkularisierungsnarrativ. Also die Thematisierung dieser nicht identifizierten Gefahr, die dort draußen herrscht und vor der man sich schützen muss. Sicherheit kommt an erster Stelle. Dieses Sicherheitsnarrativ funktioniert aber nicht in einem rationalen Rahmen. Es funktioniert über Hass und Angst. Und dann die Familiarisierung. Hier geht es nicht mehr um Frauen, es geht nur noch um Familien. Im Jahr 2018 wird man das Jahr der Familie feiern. Und auch die unterschiedlichen Kulte, der Klebersberg-Kult, der vor allen Dingen betrieben wird von der Klebersberg-Familie, die nicht sichtbar ist von außen, aber die sehr stark ist, die sehr enge Bindungen auch hat. Und das Familienerbe, der Ort selbst wird genutzt für Veranstaltungen, für Konzerte. Wir haben also eine spezifische Struktur, die sehr negativ und pessimistisch interpretiert wird. Denn dieser Pilz nutzt die Ressourcen des Baumes. Und je stärker der Baum ist, desto stärker wird der Pilz, der Polypor. Wir sollten also kreativer denken, sollten über das reine Orban-Bashing hinausgehen. Und ich freue mich wirklich, dass hier Orban gar nicht so sehr im Zentrum steht in unserer Diskussion. Denn wir müssen uns befassen mit den Strukturen und den unterschiedlichen Diskursen, die auch Quelle des Widerstands sein können. Ich denke, wir sind nicht so kontroversiell, wie du es jetzt etabliert hast, aber es ist gut, so zu diskutieren. Also bleibe ich dort um die Ecke, wo du meine Position eröffnet hast. Was uns unterschiedlich verstanden wurde, also Geschichtspolitik ist immer emotional, also es ist mir keine Frage. Geschichtspolitik ist nicht Geschichtsschreibung. Geschichtspolitik ist immer politische Mobilisierung, das ist keine Frage für mich. Also ich habe keine Erwartung, Geschichtserzählungen im Rahmen eines Denkmales oder ein Museum oder eine Demonstration als rationale Erzählungen zu verstehen. Es gibt immer Selektionen auch in der Geschichtsschreibung, also Geschichtsschreibung arbeitet auch mit der Selektion, welche Episoden wichtig sind, welche unnötige zu erwähnen. Also das, also in diesem Sinn finde ich, ja, wir haben doch eine longue durée seit der Modernisierung dieser Region, weil die Gesellschaft immer eine progressive Erzählung haben wollte, wie Demokratie, wie Zukunft verstehbar ist. Also ich denke, das ist meine Rahmenbedingung. Es gibt eine Gesellschaft, 21. Jahrhundert, wir sind in einer Demokratie. Die Frage ist, wie wir diese Demokratie legitimieren, erbreiten, verstehen können. Und wenn es eine Geschichtspolitik gibt, die es progressiv macht,
dann sage ich, aha, wir haben eine longue Erzählung über Revolution, über Helden, über Martyren. Wir können aber manche aus diesen Erzählungen ganz progressiv verwenden, um eine bessere, schönere, höflichere Demokratie zu haben. Und das fehlt jetzt. Aber ich denke, also eben, also in der Longue Durée haben wir das schon mehrmals gesehen, zwischen 1848 und die 60er Jahren gab es auch diese destruktive Geschichtspolitik, wo man eigentlich eine progressive Zukunft nicht vorstellbar gehabt hat. Und es gab auch sehr, 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 sehr ambivalente Zeiten, zum Beispiel 50er Jahre in Europa und in den Staaten, wo eben der Holocaust als progressive Narrative einer Demokratisierung, eine Demokratisierung mitgemacht hat. Also wie man den Holocaust erzählte, machte diese Demokratie qualitativ sensibler, breiter, integrativer und so weiter und so fort. Also ich denke, es gibt diese Dynamik in der Longue Durée, dass es Geschichtspolitik manchmal eine sehr progressive Funktion hat und manchmal Geschichtspolitik ganz, ganz regressiv ist, weil die Situation, die politische und soziale Situation völlig unsicher ist. Und ich denke, das steht im Hintergrund jetzt. Eleven am Legmü, 57 Leute an der einen Seite, ist es nur 57 Leute, aber an der anderen Seite, es ist ebenso medialisiert wie diese Urban-Rede. Es ist ein ganz zentrales Ort von Budapest. Ich besuche dieses Ort, du auch, Andrea, fast jede Woche und es gibt immer Hunderte von Touristen, die dieses Denkmal fotografieren, posten, diskutieren. Also ich denke, es hat doch eine Kraft, diese Gegennarrative zu kommunizieren, nicht die Gesellschaft progressiver zu machen. Was noch, also ein Unterschied zwischen uns ist, dass ich kann es schön verifizieren, aber wir haben wenig Zeit dafür, dass die Struktur und Ikonografie der Erinnerungspolitik nicht sehr viel geändert hat. Also die sind wie Mythen und mythologische Erzählungen, haben eine ganz starke Struktur, Helden, Opfer, Erzählungen, Opfer zu sein, die nicht sehr viel geändert haben. Was ganz neu ist, dass es personifiziert ist wieder, dass wir Soros als Feind, als eine Person, Feind der Nation sein kann, das ist ganz neu. Das haben wir letztes Mal im Stalinismus und im Rákosi-Regime miterlebt, dass Feind, Nationalfeind personifiziert sein kann. Herr von Puttkammer, ja. Also lange Linie oder doch etwas ganz, ganz Neues? Na, die Frage wäre, ab wann ist es ganz was Neues? Also ich würde natürlich Eva Kovac zustimmen, dass man sozusagen geschichtspolitische Propaganda eigentlich schon seit mindestens 150 Jahren, wenn nicht länger hat. Ich würde schon sagen, dass wir in Ungarn, überhaupt in Ostmitteleuropa vielleicht ein wesentlicher Unterschied oder eine Neuerung darin besteht, dass man nicht mehr den Eindruck haben kann, diese Form von Geschichtspolitik wird gegen die Gesellschaft gemacht. Wenn wir uns die Situation nach 1956 anschauen und die Art und Weise, wie das Regime versucht hat, eine bestimmte Deutung von 1956 durchzusetzen, da war es ja mit Händen zu greifen, dass das in der Gesellschaft nur schwache Verankerung hat. Und Ähnliches könnte man für polnische Dinge auch sagen.
Man könnte auch sagen, und meine Beobachtung bis in die 90er Jahre hinein war, die Frage von Trianon richtet sich auf die kulturelle Situation ungarisch sprechender Minderheiten in Rumänien und in der Slowakei. Um die Frage, dürfen die eine Autonomie haben, dürfen die wenigstens ein eigenes Bildungswesen haben, Staatsbürgerschaft, kam dann doppelte Staatsbürgerschaft. Und jetzt auf einmal geht es in diesen sozusagen diffusen Floskeln wieder um Großungarn der 64 Komitate. Das war in den 90er Jahren noch sozusagen eine extrem rechtsradikale Position, die selbst von Konservativen so eigentlich nicht geteilt wurde. Also da haben wir schon eine Neuerung, und die geht, glaube ich, auch mit daher mit dem Zitat, das Sie ja vorhin gebracht haben, fancy, trendy und sexy. Das zielt ja, zunächst könnte man sagen, na wenigstens ist das kein Opferkult oder keine Selbststilisierung zum Opfer, aber es führt zu einer Vorstellung, dass die Auseinandersetzung mit Geschichte etwas ist, was Spaß machen muss, was attraktiv sein muss, was ein Erlebnis ist, geradezu ein Fest. Und das ist das Gegenbild zu einer ernsthaften, kontroversen Diskussion, wie wir sie hier führen wollen. Und insofern würde ich schon sagen, dass da eine deutliche Verschiebung in der Vorstellung dessen, wie Gesellschaft und Demokratie funktionieren sollen, damit Menschenwürde gewahrt bleibt, dass sich da etwas verschiebt, und zwar nicht nur in Ungarn. Eine letzte kurze Frage, und ich bitte um kurze Antworten. Frau Kovács, Sie haben das angesprochen, dass man Geschichtspolitik und Geschichtskultur natürlich auch dafür nutzen kann und verwenden kann, um Demokratisierungsprozesse, verschiedene andere Prozesse in der Gesellschaft noch voranzutreiben. Wer hat dafür oder hätte dafür die Verantwortung? Wer könnte das in Ungarn verändern? Wer könnte das? Ja, es geht ja auch um eine extreme Spaltung, eine sehr, sehr deutliche Spaltung, die man, wenn ich auch zu Hause bin, die man sehr, sehr stark spürt bei den Menschen. Man ist entweder auf der einen Seite oder auf der anderen Seite. Und ich frage mich, kann es überhaupt einen Konsens geben? Es sind ja eigentlich die gleichen Themen wie vor 10, 20 oder 30 Jahren. Die Erzählungen sind andere. Und es gibt eben diese Spaltung, und kann es in irgendeiner Form einen Konsens geben? Und wer könnte das voranschieben? Wer könnte dafür verantwortlich sein? Sind das die Fachkollegen? Sind Sie das? Sind das die Bürger? Also alle? Sind wir das? Sage ich einfach wir. Oder sind das die Schulen? Ist das die neue Generation? Vielleicht ist das auch eine Generationenfrage. Mein letztes Punkt habe ich nicht erwähnt. Es geht um Generationen. Und was wir jetzt hier diskutieren, das ist die Geschichte unserer Generation. Damals, als Joachim erwähnt hatte, Trianon, Revolution von 1848 und alle anderen Mythologien Ungarns, doch diese progressive Rolle erfüllt haben könnten. Und das ist, ich denke, meine Generation. Und ich verstehe ganz, ganz gut, dass es schon gestern gesagt wurde, dass wir Liberalen, unsere liberale Geschichtspolitik ist schiefgegangen. Nein, es ist nicht schiefgegangen, weil wir irgendwie diese Demokratie gut oder schlecht aber aufgebaut haben. Das ist nicht so schön, wie wir es geträumt haben. Aber was passierte in den letzten 25 Jahren, ist doch diese Art Transition, um eine bessere Demokratie zu erreichen. Unsere Generation hat und konnte so machen. Und die neue Generation haben natürlich Kritiken und andere Erwartungen, um eine noch bessere Demokratie zu haben. Aber das möchte ich sehr, sehr betonen, dass wir aus dem Kommunismus kommen, aus dem Kadar-Regime kommen, und was diese Mythologien uns geholfen haben, dieses Regime zu wechseln. Und wenn ein Mythos oder eine Geschichtspolitik sowas erreicht, muss ich doch deklarieren, dass es progressiv und erfolgreich war. Ich bitte jetzt noch um kurze Antworten, dann möchte ich öffnen. I just want to ein positives Beispiel, denn es gibt ja so viel Negatives hier und Kritik, aber es gibt auch positive Beispiele. Was können wir machen? Welche Möglichkeiten gibt es da? Und da
möchte ich ein paar Beispiele erwähnen, die zu funktionieren scheinen durch andere Generationen. Nicht für uns, weil wir gehen ja denn demnächst mal in Pension. Memoryworks zum Beispiel, das sind junge Studenten und ich mache auch Memoryworks, feministische Geschichte von Budapest oder die das Recht nach dem Zweiten Weltkrieg und da gibt es dann diese Touren, 10 Euro kosten die, da habe ich dann 20, 30 Leute für so eine Stadtführung und dann sprechen wir drüber, über die Topografie der Erinnerung, die Leerstellen und so weiter. Das ist ein gutes Beispiel und dann etwas, was finanziert wird von der Ebert-Stiftung. Es ist eine Diskussionsform über Gender Equality und wie wir eine neue Sprache versuchen zu schaffen, die nicht überlastet ist, überladen ist. Wenn man dann Work-Life-Balance sagt und Gender Mainstream, und dann werden die Leute sofort paralysiert und schlafen ein. Wir versuchen, neue Konzepte zu diskutieren, wie zum Beispiel Liebe, Verbrauch, Konsum, Maskulinität, Fürsorge. Das sind Dinge, die nicht mit so viel schwerem Gepäck kommen. Wenn Sie von Trianon sprechen, dann gucken Sie sich die Personen an und da wissen Sie schon genau, was für ein Argument kommt. Das ist ein bisschen langweilig. Und deswegen brauchen wir eine neue Sprache, neue Räume, um diese Diskussion weiterzuentwickeln von den üblichen Verdächtigen. Denn man guckt die Person an, die einem gegenüber sitzt, man weiß sofort, was sie sagen will. Nein, man muss das öffnen, man muss das popularisieren, den anderen zuhören und zu versuchen, welche Argumente und Erfahrungen da sind. Und diese beiden Erfahrungen, die ich Ihnen gerade erläutert habe, funktionieren. Und das ist wirklich ermutigend. Nur anschließen, dass die Gefahr, und da meine ich mich auch selbst mit, tatsächlich darin bestehen könnte, dass man dahin verfällt zu sagen, wir beschwören sozusagen die erodierenden Grundlagen der liberalen Demokratie, wir halten daran fest, aber wir sind möglicherweise nicht in der Lage, das weiterzuentwickeln. Und eine Weiterentwicklung, die dann auch attraktiv ist, die muss in die Richtung gehen, wie Andrea Petty sie eben angedeutet hat. Die muss auch in die Richtung gehen, dass man über die neuen Medien nochmal anders nachdenkt. Und ich meine, als Akademiker sozusagen innerhalb der Community nutzen wir sie ja nur schon ziemlich effizient, aber wo sie darüber hinaus in die Gesellschaft hineinwirken, das sieht man Ansätze, aber das würde ich noch ergänzend hinzufügen, muss überlegt werden. Und dann auch die Erwartung, dass Leute wie wir, die wir hier sitzen, sozusagen als Experten, die das alles irgendwie schon wissen und dann sozusagen auch als Orientierungswissen auch zur Verfügung stellen, auch da gibt es ja immer wieder die Vorstellung, dass Experten mehr Moderatoren als Lehrer sein sollen. Und auch mit solchen Vorstellungen müssen wir uns auseinandersetzen, ohne darüber unser Selbstverständnis völlig preiszugeben. Und selber, also der Versuch, selber fancy, trendy und sexy zu werden, den würde ich jetzt nicht sozusagen ungebremst nachgeben wollen. Erstens, weil ich nicht glaube, dass das wirklich gut funktioniert und zweitens, weil ich, wie ich ja vorhin gesagt habe, es auch gegen professionelle Grundüberzeugungen nicht widerspricht, aber sich doch an ihnen reibt. Dankeschön. Vielen Dank für das Schlusswort und für diese letzten Gedanken. Ich möchte gern die Runde öffnen. Haben wir Mikros im Publikum? Ja? Oh, super. Okay. Sie haben sich gemeldet. Da kommt jemand. Eine Frage an Frau Kovacs, was ich überhaupt nicht verstehen kann, wie man den Volksaufstand von 1956 jetzt als Revolution bezeichnet. Ich könnte Ihnen sämtliche Merkmale nennen, wodurch der Begriff der Revolution definiert wird, aber wir brauchen ja nur historische Beispiele, die amerikanische, die französische, die russische Revolution. Und dann wird man sehen, das, was in Ungarn 1956 passiert ist, das ist die Linie von Rákosi über Nagy zu Kádár. Das ist eine innerkommunistische Angelegenheit und da kann man nicht den Begriff der Revolution verwenden.
Es ist in Berlin auch mal kurzfristig versucht worden, den 17. Juni 1953 als Revolution zu bezeichnen, aber das geht überhaupt nicht und das würde den Revolutionsbegriff zu einer Lehrformel machen. Jetzt meine Frage an Sie, ist das jetzt Ihre private Meinung oder gibt es in Ungarn Historiker oder Politiker, die diesen Volksaufstand auch als Revolution bezeichnen würden? Ich würde gerne sammeln. Ja. Also 2 bis 3 Wortmeldungen, wir sammeln und danach haben Sie die Möglichkeit zu antworten. Also ich hoffe, ihr verzeiht mir, wenn ich gleich 3 Fragen habe an das Podium. Die erste ist die Frage des Kampfs um die Deutungsmacht. Und es sind 2 Begriffe hier noch nicht gefallen, nämlich Heimat und Patriotismus. Und gerade diese Begriffe werden ja absolut gewissermaßen von diesen rechtspopulistischen Bewegungen besetzt. Also hier gibt es etwas, was, denke ich, doch sehr stark in die Mitte der Gesellschaft aus dieser Richtung hineinreicht. Die zweite Frage ist die Frage der Rolle der Historikerin. Danke, Andrea Petö. Historikerinnen sind ja gewissermaßen eine international Community. Und es gibt ja überall Belohnungssysteme. Ich denke nur an die Neubesetzung von Professuren, wo es um Internationalität geht, um die Veröffentlichung in internationalen Peer-Reviewed Journals, um Gastprofessuren und so weiter. Sind diese gewissermaßen Rules der Community in der Konstellation außer Kraft gesetzt? Ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit solchen Positionen, wie du sie geschildert hast, international reüssieren kann. Zumindest nicht in anderen Teilen der Welt. Und die dritte Frage, gibt es so etwas wie eine neue Leitdifferenz zwischen postkommunistischen und unter allen Anführungszeichen westlich-demokratischen europäischen Staaten? Denn ich denke, es gibt einige Argumente, Motive, die zumindest bis jetzt in der Bundesrepublik Deutschland, in Österreich, in anderen Ländern, wobei man natürlich unterscheiden muss, also die eine Leitdifferenz, über die wir sicher auch noch sprechen werden, heute Nachmittag auf jeden Fall, ist ja, dass es sich bei der Bundesrepublik Deutschland und Österreich ja um Nachfolgestaaten des Dritten Reiches handelt. Und ich denke, das ist schon eine ganz wesentliche Differenz, von der wir sprechen. Aber im Hinblick auf Geschichtspolitik und Geschichtsbewusstsein geht es ja nicht nur um eine Konkurrenz der Opfer, sondern es geht auch um Heroen. Und der westliche, würde ich sagen, unter allen Anführungszeichen, wie gesagt, das westliche Narrativ ist ja das postheroische Narrativ. Also wir können kaum noch uns mit Heroen, mit überhaupt dem Konzept des Heroismus anfreunden. Und was ich auch als interessante Entwicklung sehe, ist, dass es zum Beispiel in Polen, wenn ich es recht sehe, nicht nur gewissermaßen die Praxis dieser Geschichtspolitik gibt, sondern auch eine theoretische Auseinandersetzung eben mit diesem westlichen Modell im Sinne einer Kritik an der Schamkultur. Also dieser Begriff ist mir nur aus der polnischen Debatte bislang geläufig. Also die Frage und daran anknüpfend, was ihr beide, Eva und Andrea, geschildert habt, ist ja, würde ich sagen, die klassische Konstellation unserer Generation, nämlich der Kampf um das Geschichtsbild gegen eine gewissermaßen hegemoniale Kultur. Aber stehen wir nicht, jetzt spreche ich nur von Österreich, wahrscheinlich ist es in Deutschland nicht viel anders, stehen wir nicht jetzt an einer Generationenschwelle, wo genau die Generation, also im Sinne von Jay Winter, die Generation of Memory, quasi in Retirement ist und wo eine neue Generation, von der wir noch gar nicht wissen, wie sie gedenken gestaltet wird, jetzt in die verantwortlichen Positionen kommt. Entschuldigt die vielen Fragen, aber ja, sie liegen auf der gewissermaßen auf der Hand. Ja, von mir herzlichen Dank für das ganze Panel. Eine Frage zu dem Punkt, ob das Podium zu sehr einer Meinung war. Das hatten wir gestern auch als Frage und wir haben natürlich diskutiert, ob man etwa Maria Schmidt hätte einladen sollen eben zu diesem Podium. Und meine Frage, die ich daraus ableite, ist, inwieweit ist eigentlich ein Dialog unter Historikern möglich? Soll er gefördert werden? Denn es geht ja nicht um einen Konsens in einer Demokratie, sondern die Möglichkeit, rational Argumente auszutauschen. Und inwieweit sehen Sie da eigentlich noch Perspektiven? Wir haben uns dagegen entschieden, Sie sehen, Frau Schmidt ist nicht auf dem Podium, weil wir eben tatsächlich nicht Kämpfe, die in Polen, in Ungarn und woanders auch geführt werden natürlich, hier nochmal exportieren, quasi nachspielen wollten eben.
Aber die Frage wäre, also das würde mich wirklich ehrlich interessieren, also wie weit sehen Sie Perspektiven in Ungarn und wie weit soll man diese Debatten auch tatsächlich in dieser Form eben vielleicht auch hier dann grenzübergreifend führen? Eine andere Nachfrage, Joachim von Puttkammer hat eben gerade schon vergleichende Perspektiven, die während dieser Tagung auch explizit wollen, eben schon angedeutet. Inwieweit beobachten und lernen eigentlich rechtspopulistische Geschichtspolitiken voneinander? Also inwieweit wird in Ungarn eigentlich bei der Ausgestaltung der Museen nach Polen beispielsweise geschaut? Oder ist es im Grunde genommen eigentlich, sind das parallele Wege, wo man sich gegenseitig kennt, aber doch hauptsächlich eben eher Inszenierungen adaptiert, eher in die USA blickt oder in andere inszenierte Museen und das dann mit der eigenen Lesart verbindet? Also inwieweit beobachten die sich und greifen Dinge auf? Thank you. Ja, vielen Dank für diese Fragen und vielen Dank für die Dolmetscher, die versuchen, dem heroisch zu folgen. Mit beschränktem Erfolg. Ja, gut, ist der Dialog überhaupt möglich? Das ist wirklich die wichtige Frage. Chantal Mouffe differenziert hier zwischen agonistisch und antagonistischen Diskussionen. Man hat eine persönliche Strategie und eine theoretische Position. Meine persönliche Strategie, wenn ich eingeladen werde zum Veritas-Institut für eine Rede, da gehe ich hin. Warum? Da präsentiere ich meine klare Position. Und dann bin ich bereit, sehr gerne einen Dialog zu führen. Was nicht bedeutet, dass ich mich einen Zoll bewege. Aber ich interessiere mich schon für das, was die anderen da sagen. Diese Art der Differenzierung zwischen agonistisch und antagonistisch ist sicherlich sehr nützlich, wenn man muss ja den Feind nicht töten, aber man kann doch offen sein und versuchen zu diskutieren. Ja? Ich bin mir nicht sicher aus der Übersetzung, da, was Sie da eigentlich sagen wollten mit Ihrer einen Frage. Ich will Ihnen ein Beispiel aus meinem Interview mit den Familien den Tätern angeht. Und was ich da herausgefunden habe, ist genau das, was in Deutschland auch beschrieben wurde. Diese Ost-West-Unterscheidung, ja. Ich weiß nicht, ob die wirklich relevant ist. Was aber relevant ist, und ich tut mir leid, dass ich mich darauf beziehe, ist dieses Konzept der bitteren Erfahrung. Der bittere Erfahrung ist eine europäische und eine globale Erfahrung. Das ist die dunkle Erbschaft, die im globalen Kontext besteht. Und wenn Sie sich dann fragen, ob es ein internationales Know-how gibt. Natürlich gibt es ein internationales Know-how und das öffnet die Möglichkeit für jede Menge paranoische Interpretationen, für Verschwörungstheorien. Aber wenn wir über die Verschwörungstheorien hinausblicken, dann sehen wir, dass wir diese fruchtbare Diskussion haben, die 1920er analysieren als eine Analogie zur Präsenz, zur Gegenwart betrachten, wo man sich die verschiedenen Netzwerke und Institutionen anschaut, die bestimmte Ideen und Know-hows und Instrumente in den 1920er und 1930er verteilt haben und wie das Nazi-Deutschland dann verschiedene Kulturinstitutionen und Nachrichten und Zeitungen und Intellektuellen zur Verbreitung von Ideen genutzt haben. Und diese sozusagen Instrumentenkasten sieht man hier jetzt auch wieder. Und der Instrumentenkasten ist, würde ich argumentieren, derselbe. Was neu ist, ist der Inhalt, das ist nämlich sexy und cool, auszuschließen, Rassist zu sein. Und das Zweite, was neu ist daran, ist, wer sind denn die Guten? Ja? Und das ist ein neues Phänomen. Wenn man sich anschaut, was in den USA passiert, was in Großbritannien passiert, da gibt es man ja diese Ambiguität. Was ist gut, was ist akzeptabel, wo ist die rote Linie, über die man nicht hinausgehen kann?
Und wie sieht es mit der Infrastruktur aus? Und diese Säkularisierung und die Militarisierung, die ist ja nicht nur in Polen da und die ist nicht nur in Osteuropa da, sondern in Bulgarien, in Mazedonien. Da haben wir überall diese paramilitärischen Organisationen, die schwache Position des Staates sozusagen ersetzen. Es gibt einen guten Artikel zum Thema Militarisierung von Mitteleuropa als Phänomen. Ich würde nochmal sagen, dass das was Neues ist und wir müssen das konzeptuell und epistemologisch anschauen. Wenn Sie sagen, dass das gegen mein professionelles Credo geht, ja, das ist das eine, aber unsere Profession schrumpft. Staat gibt kein Geld. Ich bin am Horizon 2020 in Brüssel in dem Panel und da sehe ich den Kampf. Das ist noch Geld gibt für die Geschichtswissenschaften. Bitte, bitte, bitte gibt uns Geld. Und das ist ein hegemonialer Kampf und ich weiß gar nicht, wie lange man noch ihr professionelles Credo hochhalten können. Aufgrund diesem Paradigmenwechsel ist es doch so, dass unser Beruf als solcher hinterfragt wird. Da gibt es keinen Raum mehr für eine objektive professionelle Position der 19. Jahrhunderts, sagen wir mal so. Hat diesen Namen Institut für die 56 Revolution. Diese Kategorie wurde ganz, ganz demokratisch, muss ich sagen, diskutiert schon seit 88, wenn ich mich richtig erinnere, 88, 99 und eben diese Diskussion über die 56er Revolution war eine Grunddiskussion und Grundmythologie der Demokratisierung. Also ich denke, deshalb ist es so geblieben. Dahinter steht es viele, viele Kontroversen, wie man die Geschichte dieser Revolution erzählen könnte. Und was ich auch zeigen wollte hier, dass es ein wahnsinnig komplexer und schwieriger Punkt der ungarischen Geschichte ist. Und es konnte sogar diese Regierung nicht annektieren. Also das ist so ein Problem noch immer sowohl für die Elite als auch für die unterschiedlichen politischen Akteure, diese Revolution in ihre Narrative zu integrieren, weil es so viele Gesichter gehabt hat und weil es so kurz eine so kurze Geschichte hatte. Ja, wir sind, also ich habe schon am Anfang an gesagt, dass wir eigentlich nicht viele Unterschied haben. Was ich nochmal betonen möchte, und Andra hat damit begonnen und auch ihre Präsentation damit beendet, das ist per se eine Art Kampf für eine hegemonische politische Position. An allen Ebenen. Also unter uns Historiker ist das immer und kontinuierlich ein Kampf, welche Erzählung mehr plausibel ist, welche Erzählung man sexy und attraktiv verkaufen kann. Es ist ein Kampf in der politischen Elite. Man kann es auch Kulturkampf nennen. Wir kennen es auch schon seit 200 Jahren. Und es ist ein Kampf auf europäischer Ebene. Also es ist einfach so geschehen, dass die Erinnerungskultur europäisiert wurde und Geschichte, die wir miterlebt haben, die wir als Erfahrung miterlebt haben, wurden als Aufgabe einer europäischen Integration. Und dann kommt natürlich die nationalen Version der Geschichte und plädiert dafür, dass ich auch ein Opfer bin. Aha, ich werde natürlich die Erzählung über das Holocaust wiederholen und schöne Museen einrichten, aber dann möchte ich auch meine Opferschaft auch auf derselben Ebene präsentiert haben. Also diese Art von Kampf müssen wir auch verstehen. Also das ist auch
der Teil der Geschichte und Teil der des hegemonischen Diskurses Europas. So, ich denke, in diesem Sinn East-West funktioniert noch immer, weil East denn Europa eine andere Geschichte miterlebt hat als westliche Seite Europas. Nur ganz kurz zunächst zu der Frage der Revolution. Ist das der richtige Begriff? Ist eine Revolution dann keine Revolution, wenn sie schon in der Frühphase erstickt wird? Also das, was wir über die Ereignisse von 1956 selber wissen und so wie sie sich landesweit ausgebreitet haben, ist relativ deutlich, dass das Krisenmanagement von Imre Nagy für den Moment vielleicht sozusagen eine Beruhigung herbeigeführt hat, aber um den Preis, dass absehbar war, dass das kommunistische Regime zusammenbrechen würde, wenn man ihn gewähren ließe. Das hat Chruschtschow schon richtig erkannt, so zu formulieren. Insofern hat es eine revolutionäre Komponente, aber ich würde noch dazu sagen, dass es, so wie Eva Kavorac das auch schon angedeutet hat, es gehört in eine politische Debatte und es kommt eigentlich immer als Begriffspaar, ist es eine Revolution oder ist es ein Freiheitskampf? Wir fragen noch sozusagen Volksaufstand. Es ist auch eine berechtigte Frage, ob das nicht eigentlich das, sozusagen der allererste Anstoß ist. Aber diese Frage, sozusagen, ist es stärker sozusagen progressiv im demokratischen Sinne oder ist es stärker progressiv im nationalen Sinne? Das ist eine Frage, die in der ungarischen Debatte über Geschichte eine wichtige Rolle spielt, weil es genau die gleiche Frage ist, die an 1848, 49 auch schon gestellt worden ist. Das heißt, es hat eine lange Tradition, diese Diskussion. Und dass wir das Progressive und das Nationale heute, das Nationale nicht mehr als Radikalisierung des Progressiven sehen, sondern eigentlich als das Gegenbild dazu, das ist natürlich sozusagen hat wieder mit den Verschiebungen zu tun, die Andrea Petö als Paradigmenwechsel auch beschreibt. Und zu der Frage, ob es eine grundsätzliche Leitdifferenz zwischen postkommunistischen und westlichen Ländern gibt, Frau Uhl. Also ich neige schon dazu zu sagen, wir haben ähnliche Debatten in allen Ländern Europas. Es geht um das Grundverhältnis zu Geschichte. Ich neige, aber ich finde einen Begriff von Volkhard Knigge sehr hilfreich, der sagt, so wie wir mit Geschichte umgehen, das hat was mit einer produktiven Selbstverunsicherung zu tun, weil wir eben bittere Erfahrungen auch als solche, nicht nur als welche, die uns zugefügt wurden, sondern an denen wir sozusagen, man auch selber beteiligt war, an denen man sich kritisch stellen muss, begreift, oder ob man sie als Selbstvergewisserung sucht, die eigentlich dann auch dazu bereit ist, über schmerzliche Dinge einfach hinwegzugehen und dann letztlich sozusagen Lüge gegen Wahrheit setzt. Und nun können Sie sagen, das ist die typisch postheroische Haltung. Ich würde aber schon sagen, sie ist deutlich weiter ausgeprägt als nur in den Nachfolgestaaten des Dritten Reiches. Und die Unterschiede, die wir erklären müssen, sind Unterschiede in der Gewichtung. Diese rechtspopulistischen Vorstellungen haben in den postkommunistischen Ländern sehr viel mehr Anhängerschaft als im Westen. Aber es gibt sie auf beiden Seiten und es gibt auch diese eher selbstkritische, die auf sozusagen die aufklärerische Kraft der kritischen Beschäftigung mit Geschichte setzen will. Auch das gibt es in Ost wie West und wir müssen einfach, wir dürfen das nicht absolut setzen, sondern müssen diese Unterschiede zu erklären versuchen. Dankeschön. Herzlichen Dank. Wir haben hinten noch eine. Gibt es noch nicht im West. Doppelte Besatzung gibt es doch nicht. Wir haben eine Frage hinten noch. Sie haben sich noch gemeldet. Wenn es ganz kurz geht, dann nehme ich Sie noch dazu. Aber dann schließen wir auch die Runde. Genau. Ja, ich habe eine emotionale Frage, die also Sie, Frau Kisch, betrifft, weil Sie hatten das gesagt, wie das bei Ihnen zu Hause ist, mit dieser Spaltung der Gesellschaft. Haben die Ungarn nicht das Problem, schon im Prinzip jetzt das ganze vergangene Jahrhundert, dass sie immer und immer wieder auf der Seite der Verlierer standen und dadurch, also zumindest sich so sehen, ne, nach dem Ersten Weltkrieg verloren, alles weg, nach dem Zweiten Weltkrieg verloren, alles weg, und die direkten Nachbarn haben teilweise sogar auf faschistischer Seite mitgekämpft und haben alles gewonnen.
also die Slowaken oder die Rumänen. Und man hat also sozusagen so einen Minderwertigkeitskomplex, der jetzt schon in die x-te Periode geht, wo man sich sagt, verdammt, ich will auch mal Gewinner sein. Und wenn also nach neuen Narrativen gesucht wird, so wird also versucht, jetzt irgendwie Gewinner zu finden in dieser Zeit noch. Ja? Und wenn also diese Rede von Herrn Orban da zitiert wird, wo er also nach irgendwie doch was gesucht wird, was positiv aus der Zeit ist, dann wird eben gezeigt, naja, es zeigt sich wenigstens die Stärke des ungarischen Volks, wir sind aus der Wurzel wieder hochgekommen und immer noch nicht weg. Das ist ja wenigstens was. Ist das also sozusagen ein Fakt, das gesucht wird? Und die zweite Ergänzung, ist es nicht auch die tragische Schwäche der postkommunistischen Regierungen Ungarns, die sich sozusagen die Klinke in die Hand gegeben haben, indem sie alle Parteien mal durchprobiert haben, Regierungen zu finden, die also eben Ungarn auf die Gewinnerstraße bringen können, auch im Zuge der EU-Mitgliedschaft. Und man sozusagen jetzt schon wieder diese am Horizont sieht, verdammt, wir können schon wieder eben Verlierer sein, weil Dinge eben gegen uns laufen. Also das so als Ergänzung. Guten Tag, Markus Meckel. Ich bin leider ganz am Anfang nicht da gewesen. Insofern, wenn ich etwas frage, was Sie sagen, haben wir besprochen, machen Sie sofort Schluss. Aber ich wollte die Frage nach dem Umgang mit Kriegsgräbern bzw. ungarischen Soldaten im Zweiten Weltkrieg nachfragen. Ich war ja ein paar Jahre Präsident des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge und habe versucht, zumindest für den deutschen Kontext die Erinnerung an diese Fragen zumindest so zu gestalten, dass man, wer an deutsche Soldaten denkt, eben auch an das Denken und diese Erinnerung einbeziehen muss, was diese im Ausland getan haben. Mein Eindruck war, dass dieser Ansatz, den ich versucht habe und mit dem ich dann ja auch für Deutschland gescheitert bin, zumindest was diese Organisation anlangt, aber dass die in Ungarn sehr fremd war. Dort wird das Gedenken an Kriegsgräber im Verteidigungsministerium organisiert und wird dort gestaltet. Und mein Eindruck war, dass ähnlich wie in Deutschland, die dafür verantwortlich sind, eigentlich nicht an dem Diskurs der Erinnerung oder von Geschichtspolitik wirklich wahrnehmen. Das heißt, die kümmern sich um die Toten, um die Gräber und das sind dann in diesem Sinne durchaus Helden. Fürs Vaterland gefallen, welche Kontexte politisch das hatte, darum kümmert man sich nicht. Die Geschichtswissenschaft findet jenseits dessen statt. Ist mein Eindruck richtig? Ich möchte ganz kurz, weil Sie mich auch angesprochen haben, wenn ich sage zu Hause, dann meine ich mit zu Hause das Land. Also nicht zu Hause bei mir zu Hause, sondern ich meine damit das Land. Und worum es mir ging und worum es mir auch bei dieser Frage ging, es geht mir gar nicht darum, dass man einen Konsens herstellen muss, wie man bestimmte historische Epochen einschätzt und dass das alle teilen müssen und dass wir so weit kommen müssen. Das ist gar nicht der Punkt. Darum ging es mir gar nicht. Mir geht es aber darum, dass ich finde, es gibt bestimmte rote Linien. Und diese rote Linien, die sollten doch irgendwann gemeinsam auch definiert werden. Und bei diesen roten Linien geht es auch darum, verschiedene Erfahrungen und verschiedene Erlebnisse von Menschen zu berücksichtigen. Und da ist das gerade, glaube ich, sehr, sehr schwierig. So viel dazu. Und genau, jetzt möchte ich, wenn Sie noch eine Antwort geben möchten. Thank you. Die Menschen haben sehr viel gesagt über den Prozess des Wandels nach 1989. Und die Werte werden zunehmend wichtig. Die Frage ist jetzt natürlich, wo ist der Konsens? Wo sind die konsensualen Werte, die die Gesellschaft treiben? Und wichtig ist, dass auf der Linken, auf der Seite der Progressiven, nur wenige Werte
zu erkennen sind, die nach vorne gebracht werden oder die sozusagen Treiber der Erinnerungskultur sein könnten. Ein Beispiel wäre hier vielleicht die Erinnerung an Honor Catley. Wer von Ihnen zum Thema internationale Sozialdemokratie arbeitet, weiß, dass sie in den Zwischenkriegsjahren Parlamentsabgeordnete war in Polen, in Ungarn. Sie war Antikommunistin und 1956 ging sie ins Exil und versuchte dort den antikommunistischen Widerstand zu organisieren. Welche Partei hat jetzt angeregt, dass eine Statue errichtet wird für sie? Die Fidesz war es. Und das zeigt, dass wir neu denken müssen, umdenken müssen, überlegen müssen, welche Werte gibt es und welche Möglichkeiten bestehen, um genau diese rote Linie, von der Sie sprechen, zu definieren. Was wir heute sehen, ist etwas, was eine Bewegung hin nach rechts außen darstellt. Die Progressiven haben Probleme, aber die Konservativen haben natürlich damit auch ein Problem. Denn ein illiberaler Staat ist auch kein konservativer Staat. Und was die deutschen Soldaten angeht, überall in Osteuropa, ist das Gedenken an die deutschen Soldaten eines der brennendsten Themen. Und in meinem Forschungskontext, wo es um sexuelle Gewalt geht in Kriegszeiten, ist es sehr, sehr spannend zu schauen, wie sich das im Vergleich darstellt. Die deutschen Soldaten waren keine Vergewaltiger in Ungarn, die Soldaten der Roten Armee waren es. Und das ist natürlich auch ein Aspekt in der Diskussion, der dazu beiträgt, zu antirussischen Gefühlen insgesamt. Und schafft natürlich ein weiteres Element dieser Viktimisierung der Ungarn selbst. Die Frage von Herrn Meckel ist gerade ohne Mikrofon und ist insofern in der Dolmetschkabine nicht zu hören und kann nicht gedolmetscht werden. Halten und würde sagen, Herr Meckel, holen Sie sich die Antwort beim Kaffee ab? Machen Sie das? Herzlichen Dank. Ja, es gibt jetzt eine Kaffeepause. Herzlichen Dank, dass Sie so lange durchgehalten haben, dass Sie alle gekommen sind, so früh. Ja, und nach der Kaffeepause geht's weiter. Danke. Applaus